So sind sie noch nie Zug gefahren. Sie sitzen gerade direkt auf der Dampflokomotive. Unsere Fahrt geht zum Brocken. Seit über 100 Jahren fahren die Dampfriesen auf dieser Strecke. Und es ist ein Wunder, dass sie das tun, denn schon öfter drohte ihnen das aus. Heute ist das Streckennetz im Harz mit über 140 Kilometern das längste, das in Europa noch mit den dampfenden Loks befahren wird. Doch so eine historische Lok, Baujahr Mitte der 1950er Jahre, ist nicht einfach so startbereit. Sie braucht tägliche Pflege, damit sie sich in Bewegung setzt. Die Dampfloks werden vorher in der Lokeinsatzstelle in Wernigerode zurechtgemacht. Insgesamt sind noch 17 Dampfloks in Betrieb. Diese Lok ist die Brockenlok 99 72 43 1. Mit ihr fahren wir später noch bis zum Gipfel. Erst einmal geht es über das Stellwerk Richtung Arbeitsgrube. Dort ist mehr Platz für die rund einstündige Vorbereitung. Der Lokführer und der Heizer teilen sich die Arbeit. Dazu gehören Wasser nehmen oder Kohle fassen. Mit vollen Vorräten wiegt die Lok 65 Tonnen. Abölen gehört auch zur Vorbereitung. Um die Achslager von unten zu erreichen, steigt der Heizer in die Arbeitsgrube. Die Lokomotiven dampfen hier auch über Nacht. Sie stehen 30 Tage durchweg unter Dampf, bis der Kessel ausgewaschen und das Dampfwasser gewechselt wird. Hier ist schon eine fertig und fährt gerade ab. Wir fahren auch gleich los. Dass wir hier heute überhaupt mit einer Dampflok fahren können, ist nicht selbstverständlich. 1988 sollten in der DDR alle Dampfloks durch Dieselfahrzeuge ersetzt werden. Auch hier begann man, historische Maschinen zu verschrotten. Die Wende brachte die Rettung für die Loks. Auch die Fahrtstrecke zum Brocken ist besonders. Zur Zeit der deutschen Teilung war hier in Schierke Endstation. Hier war das Ende der Welt, der Brocken militärische Sperrzone. Bahnhof Schierke, Bahnhof Schierke, sehr geehrte Fahrgäste, auf Gleis 1 ist eingefahren, der Personenzug von Nordhausen. Heute geht es mit 700 PS und 40 Kilometern pro Stunde weiter. Viele verbinden auch heute das Gefühl von Freiheit mit der Fahrt zum Gipfel. Vielleicht ist es deswegen auch die beliebteste Strecke der Harzer Schmalspurbahn. Fast 700.000 Gäste fahren jährlich auf dieser Strecke. Ein Dreiviertel Stunden sind sie von Wernigerode bis zum Brockenbahnhof unterwegs. Viel Zeit zum Gucken. Die Wanderer auf dem Goetheweg links warten an vielen Ecken auf die Bahn, um zu fotografieren. Wobei Fans der Lokomotive sich nicht über warme Temperaturen freuen können, denn dann ist die Rauchentwicklung nicht so gut. Dafür sieht man jedoch den Brocken bei diesen Bedingungen schon kurz vor der Ankunft. Wir sind auf Deutschlands höchstem Dampfbahnhof, auf 1125 Metern. Hallo.